Hallo, heute möchte ich euch noch einmal mein Leib- und Magengericht vorstellen. Das habe ich von meiner Mutter geerbt. Wir haben alle drei Buben das Rezept mitbekommen. Das hat sie uns gezeigt, damit wir in der Ferne immer an die Heimat denken. Ihr seht, wie schön das hier ist im Allgäu, höchste Burgruine Deutschlands. Tja, und jetzt geht's weiter und dazu brauchen wir unbedingt einen Spatzenhobel. Und die übrigen Zutaten, das ist alles, was ein Bauer so im Überfluss mehr oder weniger hat. Da stellt er alles selbst her und es ist ein kräftiges Essen. Kommt viel Butter dazu, nicht mit Butter sparen und mit den Eiern natürlich auch nicht. Bauernarbeit ist schwer, also ein gutes Essen. Tja, und ich mache die Spatzen nur mit Mehl und Eier und Salz. Da kommt kein Wasser dazu, wie bei vielen, vielen anderen. Das ist einfach nicht richtig, meiner Meinung nach. Die Italiener, die kochen ihre Nudeln al dente und ich will Spatzen mit Biss haben. Tja, also jetzt geht's los. Die Zwiebel fein geschnitten oder grob geschnitten, wie ihr haben wollt, wird in Butter angeröstet. Schön goldgelb, schön langsam und dann werden mit den Eiern und dem Mehl und dem Salz der Teig gerührt. Für 2-3 Eier nehme ich natürlich keine Maschine dazu, aber bei 10 Eier, das ist für den Handbetrieb dann doch etwas zu aufwendig. Wie ein Spatzenteig hergestellt wird, das zeige ich euch unten in deinem Film. Ich verlinke euch 4x Spätzle. Da könnt ihr dann sehen, wie der Schwabe oder der Allgäuer seine Spatzen macht. Und für die Käsespatzen, da gehört natürlich ein Emmentaler dazu oder Bergkäse. Ich verwende meine Käse mit 45% Fettanteil in der Trockenmasse. Und ihr habt gesehen, die Zwiebel rösten langsam vor sich hin. Und jetzt wird das Spatzenwasser aufgesetzt. Viel Wasser mit Salz gut aufkochen, den Rest alles bereitlegen. Wasser kocht, Hobel füllen und dann geht's los mit dem Einhobeln. Und anschließend die Spatzen gut aufkochen lassen, so dass sie richtig schön knackig werden. Das ist ein Ammenmärchen, wenn die Spatzen oben schwimmen, dass sie fertig sind. Nein, sie müssen gut aufkochen und dann sind sie richtig durch. Ausheben, es kann ruhig noch etwas Spatzenwasser dabei sein, dann werden die Kässpatzen richtig saftig und immer wieder eine Lage Käse gerieben, dann wieder Spatzen drauf, Käse und so weiter, bis alles aufgearbeitet ist. Und anschließend wird das Ganze richtig durchgerührt. Also von unten nach oben hochheben und das gibt dann die wunderschönen Käsefaden. So, das macht die richtigen Kässpatzen aus. Also gut durchmischen und dann kommt die braune Butter dazu. Und die ganze Butter, das muss sein. Die goldgelben Zwiebel und die braune Butter, das gibt dem Geschmack erst einmal so richtig her. Tja, und euch wünsche ich viel Spaß beim Nachkochen und gutes Gelingen. Und unten wie immer das Rezept zum Ausdrucken in Englisch und Deutsch. Und natürlich einige Links dazu zu den Spätzle. Und so werden sie geschabt. Aber in dem Video 4x Spätzle, da erkläre ich das ganz ausführlich. Tschüss! So, und jetzt ist wirklich Schluss. Mit meinem Leibgericht habe ich meinen Kanal abgeschlossen. Jetzt gibt es keine Wiederholungen mehr, keine Zusammenschnitte, so wie in der letzten Zeit. Das Backen habe ich sowieso schon seit längerer Zeit aufgegeben. Nur noch ganz kleine Sachen, vielleicht ein oder zweimal im Monat. Ja, und jetzt an meinem 77. Geburtstag
höre ich ganz auf. Ich danke euch für eure Treue, die ihr mir gehalten habt, und die guten Zuschriften, freundliche Zuschriften. Und ich verspreche euch, der Kanal bleibt offen und fachliche Fragen, die werde ich, soweit ich kann, noch beantworten. Auch meine Rezepte könnt ihr noch haben, wer sie noch haben will. Und euch wünsche ich frohe Weihnachten, ein glückliches neues Jahr und bleibt gesund. Tja, und zum letzten Mal tschüss und vielen, vielen Dank.